Da sind wir wieder und ich habe den Weg wieder gefunden. Ja, aber nur, weil ich sonst so lang geflattert bin. Ich bin dann irgendwann hier meinen Kompass nachgeflogen. Und dann kam ich bei irgendeinem Dorf raus und dann war noch ein Dorf und da war dann endlich wieder eine Zugschiene. Bevor wir jetzt aber hier weiter rumfliegen und jetzt wieder verfliegen, gehen wir einfach hier raus aus dem Dschungel. Und gut ist. Ist egal, da finden wir halt jetzt diesen anderen Tempel nicht. Denn irgendwann werden wir es bestimmt mal finden. Ach, vielleicht ist der Tempel hier. Ach nee, ist ein anderer Tempel. Gut, dann wollen wir mal gucken. Wupp. Genau, wir hatten hier noch einen Tempel gefunden. Und den haben wir da aber hingebaut, oder? Ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt hier, ne? Was war das denn da unten jetzt? Haha! Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe euch das schon mal gezeigt. Naja, sehr was da. Zeigen wir es euch halt nochmal. Auf jeden Fall haben wir hier einen Tempel. In der Wüste. Und. Genau. Hier unten da waren wir ja schon drin mal, ne? Genau, da waren wir schon mal drin. Ich hatte dann hier was reingelegt, glaube ich. Also auf alle Fälle, hier unten ist dann dieses Dynamit drinnen. Moment mal. Ah ja, da waren wir schon mal. Ich hatte das dann hier wieder präpariert. Oh, verdammt. Ja, und ich habe das ja in die Luft gesprengt. Da war ja irgendwas. Ja, war was gewesen. Na, jetzt komme ich natürlich wieder nicht hoch. Ach, ist ja immer das Gleiche. Immer das Gleiche hier. Könntest du mal hier so rausflattern? Ach, das wäre so nett von dir. Moment, dann machen wir einfach mal den Boden wieder hübsch hier. Aber irgendwas ist ja jetzt wurscht, ob das das oder das ist. Auf alle Fälle ist hier unten immer dann bei solchen Dämmeln einmal Dynamit und diese Kisten halt, da müsst ihr aufpassen. Also bis da hier eigentlich alles. Oh nein! Jetzt habe ich es endlich mal geschafft. So, genau, das war dieser Dembel hier. Den hatten wir ja mal gesehen. Na, ist es ja gar nicht, ne? Das ist eigentlich bloß hier so ein bisschen Tempel und Tempel halt, ne? Und dann war es das hier auch schon. Ja, genau. Und das andere habe ich eigentlich echt schon gezeigt einmal, ne? Und hier mal rausgehen wieder. Zu diesen anderen Ding da hinten. Stimmt, da war ja mal diese. Da war nämlich mal dieses kaputt. Diese Türe war kaputt, genau. Moment, die Türe war kaputt. Ja, jetzt erinnere ich mich. Da ist die Türe kaputt. Aber wo ist jetzt hier? Ach, da ist der Knopf. Okay, warte mal, wenn wir das jetzt mal hier so probieren. Lass mich das mal eben hier abchecken, ob das hier so vielleicht geht. Doch, das geht, aber es ist, oder? Na, irgendwie geht es aber auch wiederum nicht. Keine Ahnung. Also hat sich ja irgendwie was geändert. Irgendwas war da. Also auf alle Fälle, diesen Tempel haben wir hier noch gebaut. Dachte ich zumindest. Wir können mal gucken hier, wenn ich jetzt das hier nochmal draufklatsche. Zack, zack. Ach, du meine Güte. Hilfe, ich mache alles kaputt. Sieht es ein bisschen anders aus, ne? Na, ist ja egal jetzt. Moment mal, ich will mal hier drauf drücken. Ah!
Also diesen Weg. Moment mal. Also das ist hier irgendwie was verrutscht. Auf alle Fälle ist da was verrutscht. Ich kann ja mal gucken, ob ich das jetzt hier so mache. Stoppt schon wieder hier alles, Mensch. Wieso denn nur? Warte mal, hier vielleicht dann nochmal Sand hin? Ich weiß es nicht, ob es geht. Wir können mal gucken, ob es geht. Ah, interessant. Okay. Wir sind gefangen gewesen. Also hier müssen wir das Sand hin. So war es eigentlich auch gewesen, ne? Ah, komisch. Nee, jetzt geht's doch nicht. Auf alle Fälle ist das hier irgendwie so. Es ist, ja, es war mal gegangen halt. Wenn irgendein Update ging es dann nicht mehr. Ist jetzt nicht schlimm. Wir machen es einfach zu, die Hütten hier. Ist ja nicht schlimm. Der Wille war da. Und gut. Weil hier ist, fehlt dir wieder was. Wenn ich es jetzt hier so... So geht's schon, aber... Eins fehlt dann trotzdem noch. Naja, ist nicht schlimm. Jetzt auf alle Fälle dieser Tempel hier, den haben wir, glaube ich, errichtet. Jetzt ist aber duster hier. Ihr habt gesehen, ich bin schon irgendwie, wollte von teleportieren, aber die geht ja nicht, ne? So, dann wollen wir gucken, was gibt es denn hier noch Schönes? Auf alle Fälle noch so eine kleine Rutsche, dass man sich ein bisschen diesen Sand aus den Körper wegwaschen kann, sage ich jetzt mal so. Können wir mal gucken, was gibt es hier noch Schönes? Ach, ich glaube, viel mehr war ja noch gar nicht, ne? Ich würde gern hier mal... Ich muss es halt probieren. So viel Sand hier, das ist voll geil. So was mit, Sandding bauen halt. Burg oder irgend sowas. Und hier, waren wir hier schon mal? Oder warum ist das jetzt hier so... Nee, hier waren wir noch nicht. Ist halt einfach hier so, ne? Oh, ist denn jetzt ein Sturm bei uns da draußen, Leute? Ein voll der Sturm. Doch, hier waren wir schon mal. Hier ist nämlich Licht drinnen. Sieht. Doch, wir waren hier schon mal gewesen. Auf alle Fälle. Waren wir hier schon mal angetrampelt. Und Sackgasse. Genau, da könnte ich vielleicht. Ich müsste mal gucken. Schöne Burg hinbauen oder sowas. Mal schauen. Also mit Sandstein, das schaut bestimmt geil aus. So, pass auf. Auf alle Fälle. Ja, dürfen wir nicht uns wieder verfliegen hier. Jetzt kommen wir wieder nicht raus hier. Auf alle Fälle hier, ich glaube, hier war nichts weiter. Hier ist einfach nur Sand, 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 über Sand. Und nur noch Sand und ein paar Höhlen zwischendurch schon mal. Und sonst ist hier, glaube ich, nichts weiter gewesen, ne? Ich glaube, das haben wir nur hingebaut hier, um dass wir diesen Tempel wieder finden hier. So war es, glaube ich, gewesen, ne? Nichts mit Spesen war es gewesen. So, da können wir ja mal noch schnell gucken bei diesen anderen Dingen. Ich glaube, dann habe ich auch alles euch gezeigt. Also ich wüsste jetzt nicht, was hier noch sein sollte. Da können wir ja dann auch langsam mal mit Bauen anfangen, ne? Wieder mal mit Bauen anfangen. So, Tempel, Wüstendorf. Achso, den Mesa-Biom. Naja, das haben wir noch. Wüstendorf. Das ist, ach ja, genau. Das war das, was wir, wo ich das umrandet habe hier. Mit dem Glas. Nee, ich weiß nicht, aber okay. Und mir ist auch, glaube ich, hier nicht weiter gewesen. Sit. Aber ich habe es umrandet. Also ich ja nicht, Und dann kommen wir schnell zum Mesa-Biom. Das Mesa-Biom. Dann müsste ich eigentlich alles euch gezeigt haben. Genau, das Mesa-Biom.
Hoppala, Befehl. Nee, den wollen wir nicht ändern, um Gottes Willen. Wir wollen den nicht ändern. Und jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause hier. So, das Mesa-Biom. Genau, das haben wir nämlich mal so gefunden beim Rumflattern. Und ich hatte, glaube ich, hier schon mal irgendwie ein bisschen reingebuddelt. Genau, ich hatte mal reingebuddelt. Jo, ihr seht schon hier voll die geile Mesa-Landschaft. Hier diese Strukturen hier hinten. Ich habe das alles schon mal gezeigt, bin mir ganz sicher. Hier diese verschiedenen Gesteinsschichten. Na, voll genial, ne, sag ich mal. Voll genial. Also hier kann man schon auch was draus bauen. Würde ich sagen. Jo, auf alle Fälle gibt es hier viel, viel, viel Mesa-Steinchen. Viele, viele Mesa-Steinchen. Und Sturm halt bei uns. Leute, Leute, was ist da los? Jo, das ist, wie gesagt, selten, ne, so ein Mesa-Biom. Aber, naja, man findet es schon eigentlich, wenn man jetzt Glück hat, findet man schon, ne? Ich hab, so, haben wir halt hier so entdeckt, ne? Auf alle Fälle ist es eine schöne Sache. Ihr könnt mal denken, das sind schon die Sitze hier und das ist ein Stadium hier. Sieht bald so aus. So, guck mal, jetzt haben wir schon wieder das Problem. Wo geht's wohl zurück? Ah, ich merke mir immer nicht, wo ich hergeflattert bin. Wo war das denn wieder? Ich bin doch gar nicht so weit weggeflogen hier. Ach, ich kriege noch eine Krise hier. Naja, da habt ihr hinten noch ein paar Eindrücke vom Mesa-Biom. Ist auch nicht so schlimm jetzt hier. Ah, hier ist es wieder. Ach, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, ich habe es wieder gefunden. Jo, also hier kann man auch schön bauen noch. Bäume sind jetzt halt hier, weiß nicht, was hier wächst, ne? Da ist halt ein bisschen Bau, aber viel sind's nicht, ne? Auf alle Fälle ist es eine geile Gegend, ne? Geile Gegend. Ja, da haben wir die Hütte hingebaut. Das ist ein kleiner Anhaltspunkt, sag ich mal. Was ist denn hier überhaupt? Vertreppen hier. Na gut, das passt schon. Jo, da kann man nämlich hier schön, ja, hier seht ihr auch schön, das sieht die Theke hier mit diesem Teppich und so, ne? Wunderschön gebaut. Da könnte man direkt mal hier noch so ein bisschen, warte mal. Ich hatte doch mal letztens was Schönes gesehen. Wo war das denn? Wo war das denn? Aus dem Foto. Ja, erstmal wieder finden, ne? Das ist das Problem. Ich weiß ja jetzt auch nicht vor Schreck, wie es ist, ne? Ah, hier. Endstopp, genau, da könnten wir ja direkt hier so ein genau, hier noch so ein schönes Ding hinbasteln. Nehmen wir hier diesen Kopf mal. Dann noch so einen Blumentopf. So. Dann nochmal Blümchen rein. Sternlauch. Nehmen eine Mohnpflanze. Jawohl, eine Mohnpflanze. Da könnte man das hier direkt so ein bisschen hübsch machen. So ein bisschen hier. Oh, nee, das will ich jetzt aber nicht. Ach, das geht ja nicht. Jetzt sehe ich es. Das geht nur auf dem Boden hier. Verdammt. Hier könnte ich es machen. Das ist jetzt aber Mist. Das ist Mist. Schade. Nee, das will ich jetzt auch nicht kaputt machen hier. Eigentlich sieht das ja doch schon schön aus, ne? Hier oben. Hier oben könnte man es machen. Da haben wir jetzt so ein Bettchen. Könnte man hier so einen kleinen
Und hier oben, was ist denn hier oben noch? Hier machen wir es. Hier vom Fenster direkt. Zack. Zack, das leuchtet auch gleich ein bisschen schön mit. Zack. Kann man das auch ein bisschen drehen? Ja. Da können wir ja direkt noch ein anderes Ding hinbasteln, ne? So einen anderen Kopf. Wo war dieser Kopf jetzt nochmal? Müssen wir mal gucken, wo der wieder war. Dego, oder? War der Dego? Naja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo der war. Hier bei der Dego war er doch gewesen. Hier noch so ein Drachenkopf. Bäm. Das ist aber... nee, deswegen... Ja, die ist riesig. Das ist wie... Kannst du nicht hinmachen. Das ist ein bisschen riesig hier. Was ein Creeper-Kopf. Es gibt jetzt auch neue solche komischen Kisten da hier, ne? Warte mal, wie hießen denn die? Mit S war es auf alle Fälle was gewesen. Ich weiß jetzt nicht mal, wie die heißen. Ah, hier. Genau. Skalarschalen. Da fehlt aber noch der Rest, ne, vom Schützenfest. Schuller, auch was weiß ich. Schale. Ach so, hier sind auch die Kisten. Ah. Oh. Das tut mir aber leid. Ah, was war da jetzt wieder drin gewesen? Von Material. Ach, wenn ich nicht mal alles kaputt machen würde. Menschenskinder, wow, ist das normal. Ich mach mal alles kaputt. Ist jetzt egal. Ich mach das hier. Sieht auch ganz gut aus. Aber hier mit diesem Kopf hierher. Oder nee, wir machen jetzt diesen Blumenkopf hierher. Blumentopf und dann noch so ein kleines München. Und da wunderschön. Ah, das ist süß. So, warte mal, diese Kiste hier. Bäm. Genau, und dann geht die hier so auf und diese Schale, warte mal, diese Schale, weiß ich jetzt gar nicht, was sie mit dieser Schale hier auf sich hat. Da muss ich mich mal noch ein bisschen beschäftigen mit. Auf alle Fälle kann man diese Dinger mitnehmen hier. Und dann ist es nämlich auch da drin. Also wenn ich das jetzt hier alles reinklatsche hier, Moment mal. Man kann es direkt... Na gut, die jetzt halt nicht gerade hier. Direkt mit sich rumtragen, sag ich mal. Und da sehen wir ja, was drin ist hier. Warte mal, das klatschen wir mal weg hier. Nee, wegklatschen wollte ich doch. Was ist denn jetzt auch noch drinne? Ah, ist noch drin. Guck, also wie ihr seht, wir können da hier jetzt direkt die mit rumzerren und dann halt, ja, tragen halt. Ich weiß es aber nicht, wie man die baut. Das habe ich jetzt halt rausgefunden. Da muss ich jetzt mal passen. Da habe ich jetzt noch so diesen Plan, wie man die jetzt baut wieder hier. Ist ja nicht schlimm, ne? So, gut, da haben wir das schon mal hier ein bisschen hübsch gestaltet. Ich finde diese Dinger ganz nice hier. Jo, da haben wir doch ein bisschen was euch gezeigt heute wieder. Ich denke auch, ich habe jetzt alles hier von diesem Server alles gezeigt. Jetzt heißt dann doch mal selber ein bisschen Hand anlegen wieder, ne? Aber soll nicht das Problem sein. Ich, wie gesagt, ich will hier in den Sandding will ich was hinbauen. Ja, mal gucken, das kriegen wir schon hin. Vielleicht habe ich ja ein paar gute Ideen, aber im Moment erst einmal weniger gut. Dann erstmal... danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal und jo, wir sehen uns, ne? Ade.